Nicht wundern, das ist der Geschirrspüler, der an ist. Ich mache mir jetzt einen Smoothie und zwar den Tricolor-Smoothie. Das hier ist mein liebstes Smoothie-Buch. Ich habe noch andere, die habe ich alle mal auf meinem Buchkanal vorgestellt. Da könnt ihr euch ja die nochmal angucken. Mein Buchkanal ist wie immer unten in der Infobox verlinkt. Und wir machen jetzt den Tricolor-Smoothie. Das ist eigentlich alles, was man dafür braucht. Mango, Kiwi, Erdbeeren und ein bisschen Honig nach Geschmack kann man auch durch Stevia ersetzen. Und das Schöne an dem Buch ist, dass zu jedem Smoothie hier unten immer noch die Nährwerte stehen. Und Proportionen sind das hier zum Beispiel nur 81 Kalorien. Genau, und den mache ich mir jetzt. Ich habe das mit dem Schichten leider ein bisschen verkackt, deswegen sieht es nicht ganz so toll aus wie auf dem Bild. Man sieht hier so die Kiwi, die Erdbeere und hier oben die Mango. Aber es geht ja hauptsächlich darum, dass es schmeckt und es wird es bestimmt. Ich mache mir heute zum ersten Mal Overnight Oats. Habe ich vorher noch nie gemacht. Ich esse Haferflocken immer nur so. Ich bin auch kein Freund von Porridge, deswegen bin ich sehr gespannt. Also hier sind halt Haferflocken drin und ein paar Chiasamen. Und dann habe ich einfach ganz normale Milch drüber gegeben. Und das lasse ich jetzt über Nacht stehen, dann wird es so breiig. Und dann bin ich morgen früh mal gespannt, ob mir das so schmecken wird. So sehen die Overnight Oats jetzt fertig aus. Ich habe jetzt einfach nur noch eine Nektarine dazu geschnippelt und ich koste das jetzt mal einfach. Es sieht ein bisschen eklig, pampig aus. Ist okay, kann man essen. Ja, doch, werde ich mir bestimmt häufiger machen. So, wir machen jetzt einen grünen Smoothie und zwar mit Babyspinat. Den benutze ich bei den Green Smoothies eigentlich am liebsten als quasi ja grüne Zugabe. Dann eine Ananas, Mandelmilch und Kokosmilch. So, das ist ja jetzt fertig. Ist ordentlich was bei rumgekommen von den Portionen her. Und eine Portion, also ein so ein Glas, hat ungefähr 180 Kalorien übrigens. Das ist mein Frühstück. Den Smoothie kennt ihr. Das ist der grüne Smoothie mit Ananas, Babyspinat, Mandelmilch und Kokosmilch. Da hatte ich noch was übrig. Das war über Nacht im Kühlschrank. Das gibt es jetzt morgens. Und das hier ist Chia-Pudding. Und zwar habe ich über Nacht einfach 4 Esslöffel Chiasamen in Mandelmilch aufquellen lassen. Und heute Morgen habe ich hier noch ein bisschen Honig dazu getan, Kakao dazu getan und Heidelbeeren dazu getan. Es sieht nicht sehr appetitlich aus, schmeckt aber mega gut, sättigt total und Chiasamen sind ja sowieso sehr, 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 sehr gut und gesund. Ich mache hier gerade meine Haferbrötchen, die es eigentlich ja, fast immer bei mir gibt. So sieht die Masse dann fertig aus und hier sind drin Haferflocken, die zart machen sich da am besten und zwar 250 Gramm. Dann ein halber Teelöffel Salz, anderthalb Teelöffel Backpulver. Zwei Eier sind in der Masse noch drin. Und im Originalrezept kommen eigentlich 250 Gramm Quark rein. Ich mache aber immer halbe halbe mit Joghurt, also 125 Gramm Quark und 125 Gramm Joghurt. Dadurch werden die ein bisschen leichter und das schmeckt mir besser. Und daraus forme ich jetzt gleich einfach ein paar Brötchen und schiebe die dann in den Ofen und das ist mega, mega lecker. So sieht das Ganze jetzt aus. Es war jetzt bei 150 Grad, waren die jetzt noch mal eine halbe Stunde im Ofen. Und die sind richtig, richtig lecker. Meine Mama hatte ich auch schon mal eins zum Probieren gegeben und auch die mochte die sehr, sehr gerne. Ich bin gerade mitten dabei, mir einen Chia-Pudding zu machen. Das hier, weil es quellen muss, habe ich es schon mal vorbereitet, sind 2 Esslöffel Chiasamen, eine halbe Tasse Wasser und eine halbe Tasse Milch. Da könnt ihr entscheiden, ob Mandelmilch, Kokosmilch. Bei mir ist es jetzt Avocado-Milch geworden. Und das Ganze muss ich jetzt 5 Minuten stehen lassen. Danach zerdrücke ich die Banane und schneide 6 von den Datteln klein. Und das kommt dann hier mit rein und dann wird es nochmal 5 Minuten stehen gelassen und dann wird das Ganze püriert. So sieht das Ganze jetzt fertig aus und das ist jetzt mein Frühstück. Zum Frühstück gibt es heute das, was ich echt fast jeden Tag esse. Hier drin sind 3 Esslöffel Haferflocken. Ich nehme immer gern die kernigen oder auch Dinkelflocken. Dann sind hier Leinsamen drin, Chiasamen drin. Und dann habe ich das Ganze noch ein bisschen geschmacklich verfeinert mit dem Dinkel-Crunchy von Rossmann. Dann Milch drüber, die Milch erwärme ich immer gern noch ein bisschen. Dann riecht der Dinkel so lecker und es wird einfach sämiger von der Konsistenz her. Und heute sind da Weintrauben drauf, also die Frucht, die ändert eigentlich jeden Tag, aber das Grundprinzip bleibt immer dasselbe.